Herzlich willkommen allen, die heute Abend hier an ungewohntem Orte zu einer eigentlich gewohnten Veranstaltungsreihe gekommen sind. Bibel im Gespräch, seit langen Jahren in der Kirchengemeinde Engelsbrand immer wieder durchgeführt, aber im Dietrich-Bonhoeffer Gemeindehaus normalerweise. Aber aus Corona-Gründen jetzt verlegt in die Antoniuskirche Engelsbrand, weil wir hier eben bessere Möglichkeiten haben, uns so aufzuteilen, dass wir Corona-gerecht diesen Abend begehen können. Wir betten das Ganze sozusagen ein in den Rahmen eines Abendgottesdienstes, den wir hier in der Kirche miteinander begehen. Im Mittelpunkt natürlich, wie üblich, die Ansprache von Achim Klein, den ich ganz herzlich willkommen heiße, in unserer Mitte. Und so können wir also auch in diesem Kreis hier miteinander zusammen sein, könnten sogar noch die Empore mittlerweile wieder mit belegen in Corona-gerechter Entfernung und können also entsprechend dann diesen Abend hier ohne mit irgendwelchen Infektionsschutzkonzepten in Konflikt zu geraten gestalten. Heißt es eigentlich der Virus, die Virus oder das Virus? Die eher nicht. Aber der und das kommt beides vor. Der Virus oftmals in Verbindung, weiß Andreas Sauer, in Verbindung mit Computern. Der Computervirus, sagt der Duden. Das Virus normalerweise im medizinischen Bereich, also das Virus in der Einzahl, die Viren in der Mehrzahl. Die Viren haben uns zu schaffen, oder das Virus hat uns zu schaffen gemacht in der letzten Zeit, das Coronavirus. Und wir haben einen in unserer Mitte, der hat sich darüber Gedanken gemacht, was es denn mit den Viren so auf sich hat. Nicht nur mit dem jetzt neuen Coronavirus, sondern auch, was darüber hinaus vielleicht für ein Virus existieren könnte. Walter Trautz hat ein Corona-Gedicht erstellt, in dem er das Coronavirus als ein Bild verwendet. Ich habe es schon gehört heute und ich darf dich bitten, Walter, zu uns nach vorne zu kommen und uns deine Neuschöpfung vorzutragen. Also reden kannst du dann ohne Maske, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich ganz kurz, also ihr braucht keine Angst haben. Jetzt mit Corona überschrieben, ist mir noch dazu nicht eingefallen. Ein kleiner, kugelrunder Wicht hat heimtückische Waffen. Man sieht und hört und spürt ihn nicht bei seinem bösen Schaffen. Ein kleiner, kugelrunder Wicht verbreitet Angst und Schrecken. Als Virus er in Menschen kriecht, tut viele niederstrecken. Kein Impfstoff gibt es auf der Welt, der ihn dabei behindert. Drum hat er sich darauf eingestellt, dass er gar überwintert. Weitaus gefährlicher als er, erweist sich aber Sünde. Sie tötet Faktor 1000 mehr mit raffinierter Finte. Solange es schon Menschen gibt, treibt sie ihr übles Wesen. Milliarden sind in sie verliebt und ihr schon aufgesessen. Doch anders als beim Viruswicht ist Impfstoff längst vorhanden. Den sandte Gott als Rettungslicht für uns aus Todesbanden. Es trug die Sünd als Gotteslamm durch Sterben und durch Bluten. Sein Name stand am Kreuzestamm, Jesus König der Juden. Danke. Ja, vielen Dank, Walter. Also, wir warten alle auf den Impfstoff gegen das Coronavirus, aber es gibt eben schon einen anderen, in Anführungszeichen, Impfstoff gegen das andere Virus, das uns zu schaffen macht, das Virus der Sünde. Irgendwie wird die Sünde wahrscheinlich heute auch noch eine Rolle mitspielen, vermute ich mal.
Obwohl das eigentliche Thema heute Abend die Sabbatruhe lautet. Hebräerbrief, Kapitel 4, ist noch im Einladungsblatt angegeben. Und wir sind gespannt, was Achim Klein uns dazu sagen wird. Ich werde mit uns zu Beginn noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass wir auch an diesem Abend beisammen sein können. Danke, dass wir trotz dieser äußeren Bedrohung hier zusammenkommen können, um auf dich und dein Wort zu hören. Und ich bitte, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du selbst uns sagen willst. Danke, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist, das immer wieder neu zu uns spricht. So sei jetzt durch deinen Geist in unserer Mitte und gib Achim Klein die Worte, die für uns wichtig sind. Amen. Heute dürfen wir nicht singen, deswegen gebe ich direkt weiter an unseren Referenten. Ja, ganz lieben Dank dir für die freundliche Einleitung und vielen Dank, Walter, für dein Gedicht auch. Schön, dass ihr immer wieder zum Kern der Sache kommt, ja. Und dass nicht nur Corona im Raum steht, sondern ein anderer Virus und eine andere Lösung, die im Herrn Jesus Christus, ja, das ist ja eigentlich unsere Hoffnung, die wir haben. Und es gab schlimmere Zeiten als die, die wir heute vor uns sehen, ja, das darf man auch nicht vergessen. Und in so Zeiten wie jetzt ist der Glaube vielleicht auch etwas, was dann ganz neu trägt und uns neu wichtig wird. Ja, wie mache ich da die Brücke? Wohl von Corona zur Sabbatruhe, ne? Das ist natürlich eine schwierige Brücke. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht hier, das ist ein Bild von, das nennt sich Sabbatanfang, nach dem gleichnamigen Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim. Der Sabbat wird ja von den Juden gefeiert und ist der siebte Tag, der Ruhetag, den Gott verordnet hatte. Ja? Bei der Schöpfung der Welt hat Gott am siebten Tag geruht und am Sinai haben die Juden dann ein Gebot bekommen, den Sabbat auch zu halten. Um die Gedanken mal so ein bisschen zu fassen, habe ich einfach mal so ein paar Thesen aufgestellt, ja, dass ihr ungefähr wisst, wo wir hinwollen. Also wir stellen uns mal auf einen kleinen Berg und schauen mal so auf diese Sabbatlandschaft und die gehe ich einfach mal so durch und dann schauen wir uns Hebräer 4 an und dann gucken wir, was das Neue Testament zum Sabbat sagt. Das ist mir wichtig. Unsere Sabbatruhe ist in Christus. Wir halten noch nicht den Sabbat als Christen, ja. Wir müssten ja den Samstag halten eigentlich, ja. Wir halten ja den Sonntag. Aber unsere eigentliche Sabbatruhe, da wo wir ruhen von unseren Werken, Werken des Gesetzes, um vor Gott gerecht zu werden, ja. Nicht Werke der Mildtätigkeit der Menschen gegenüber, sondern unser Arbeiten im Gesetz, um vor Gott gerecht zu werden, so wie es im Alten Testament gefordert war, das ist vorbei. Da sind wir in die Sabbatruhe Christi eingegangen. Unsere Sabbatruhe ist in Christus. Praktizierende Juden halten den Sabbat. Wisst ihr auch, ja, in Israel am Sabbat ist alles zu, ist also sowieso ein schwieriges Land, ja. Also Freitag ist, glaube ich, von den Muslimen, samstags von den Juden, sonntags von den Christen. Also irgendein Tag ist da immer irgendwie Feiertag, ja. Praktizierende Juden halten den Sabbat, da darf nicht gearbeitet werden. Die Aufzüge laufen im Paternoster-Modus, ja. Das heißt, sie halten einfach in jedem Stockwerk an, machen auf, dann kann man dann einsteigen, damit man keinen Knopf drücken muss, weil man ja nicht arbeiten darf. Nur der Aufzug darf arbeiten am Sabbat, aber der ist wahrscheinlich auch nicht Jude. Ja? Aber das sind so Sachen, wo ich mich frage, will das Gott? Hat das Gott so gemeint? War das das, was Gott wollte? Oder sollen wir nicht Gottes Gesetz verstehen nach seinem inneren Sinn und nach Gottes wirklichem Willen? Ja? Also praktizieren die Juden halten den Sabbat, aber auch manche Christen wollen den Sabbat halten. Das hat man immer häufiger wieder, ja, dass Christen auch den Sabbat halten wollen. Und auch viele Dinge aus dem Gesetz wieder praktizieren wollen. Aber wenn sie den Sabbat halten wollen, dann müssten sie auch das ganze Gesetz halten. Also entweder das ganze Gesetz oder gar kein Gesetz. Das ist schwierig, weil gar kein Gesetz ist ja auch, was macht man denn dann, wenn man gar kein Gesetz hätte, ja? Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn Paulus sagt, wenn ein einziges Gesetz übertreten wird, dann wird damit ja das ganze Gesetz übertreten. Wenn man ein Computerprogramm schreibt und man hat nur einen Fehler drin und wenn es nur ein Komma ist, ja, dann funktioniert das Programm nicht. Da denke ich immer dran, so ist das mit dem Gesetz Gottes auch. Das Gesetz kennt keine Gnade, keine Nachsicht,
keinen Kompromiss. Das Gesetz ist stahlhart, Diamanten gerade gegossen. Und wer dem Gesetz nicht vollständig Genüge leistet, der scheitert am Gesetz. Ja? Was ist denn das Gesetz? Das Gesetz ist eigentlich Gottes Wille. Gottes Wille in Buchstaben. Ja? Das heißt, wir scheitern, wenn wir ein Gesetz übertreten, welches immer das sein mag, nicht am Gesetz, sondern wir scheitern an Gott. Ja? Wir sehen, dass wir Gottes Wesen nicht entsprechen, wenn wir das am Gesetz scheitern. Das Gesetz ist Gottes Wille in Buchstaben gegossen. Und wenn ein einziges Gesetz übertreten wird, und wenn es nur das kleinste wäre, wie beim Computerprogramm, nur ein Komma, dann funktioniert das Programm nicht und dann ist das Gesetz übertreten. So unbarmherzig ist das Gesetz. Ja? Wenn es aber so ist, dass ein einziges Gesetz schon ausreicht, um das ganze Gesetz zu übertreten, dann ist das Gesetz ja ein monolithischer Block, eine Einheit. Ja? Dann darf man das Gesetz aber auch nicht auseinanderreißen und sagen, wir nehmen nur Teile aus dem Gesetz und erfüllen die. Jetzt wird es schwierig für uns Christen auch. Denn dann stellt sich ja die Frage, dürften wir denn die 10 Gebote rauslösen? Gelten die noch für uns? Oder würde man damit das Gesetz nicht auch schon auseinanderreißen? Eins der 10 Gebote sagt, du sollst den Sabbat heiligen. Paulus sagt aber, der eine hält jeden einen Tag vor dem anderen und der andere hält alle Tage gleich. Gibt es dann überhaupt noch 10 Gebote oder nur noch 9? Was ist denn die Erfüllung des Gesetzes? Die Liebe. Ja, und die Liebe erfüllt das ganze Gesetz? Ja. War das denn vielleicht Gottes Wille und Wesen in Buchstaben gegossen? Ja, aber ganz bestimmt. Warum? Weil Gottes Wesen Liebe ist. Das ist seine hervorstechendste Eigenschaft. Gottes Wesen ist Liebe. Wenn aber Gott seinen Willen und sein Wesen in Buchstaben gießt, und wenn es das Gesetz wäre, dann kann das Gesetz erfüllt werden, wenn man im Wesen Gottes wäre. Und das Wesen Gottes ist Liebe. Wenn wir also Liebe haben zu Gott und zu den Menschen, erfüllen wir das Gesetz. Oh, sagt der Jude, das kann nicht sein. Da gehört noch Beschneidung zu, Speisevorschriften und der Sabbat, Kleidervorschriften, bestimmte Tage, bestimmte Riten. Ja, das muss alles noch dazu. Und dann gibt es jede Menge, ich glaube, den Talmud habe ich mir jetzt gekauft, das ist so eine Menge Bücher. Weiß ich, 10, 20, fast 20 Bände. So ein Ding, Talmud, Auslegungen zur Bibel, zum Gesetz. Und das kann man beliebig fortführen. Man darf das Gesetz nicht auseinanderreißen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ein wirkliches Thema auch für uns. Ich kürze das ein bisschen ab, weil sonst bleiben da zu viele Fragezeichen übrig. Wir im Neuen Testament, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz des Buchstabens. Wir sind auch nicht mehr unter dem Urteil des Gesetzes. Wir sind aber trotzdem nicht ohne Gesetz. Wir haben auch ein Gesetz im Neuen Testament. Und das ist das Gesetz Christi, sagt Paulus. Das ist das Gesetz des Geistes, sagt er im Römerbrief. Denn das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das sagt Paulus als ehemaliger Pharisäer. Paulus nennt das Gesetz vom Sinai das Gesetz der Sünde und des Todes. Das war mal wohl Ketzerei. Das Gesetz des Geistes in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes heißt, das, was Jesus von mir will, das tue ich. Das, was Jesus nicht von mir will, das tue ich nicht. Und ansonsten soll ich Gott und meine Mitmenschen lieb haben und damit habe ich das ganze Gesetz erfüllt. Das heißt, wir sind zwar ohne mosaisches Gesetz, aber wir sind nicht gesetzlos, sondern wir sind unter dem Gesetz des Geistes. Aber das Gesetz des Geistes ist viel umfassender als das, was Gott im sinaitischen Gebot gegeben hat. Viel umfassender. Da haben wir vielleicht nicht ganz die Zeit, heute drauf einzugehen. Aber das umfasst nicht nur den äußeren Menschen im Tun des Gesetzes, sondern umfasst das Herz des Menschen, also auch den inneren Menschen. Und dieses Gesetz des Geistes kann nur erfüllt werden von dem, der eine neue Natur hat. Ja? Denn es geht nicht darum, dass
Wort Gottes oder das Gesetz Gottes zu tun, sondern es geht um ein neues Sein. Um Wiedergeburt, um Neuzeugung, um einen neuen Menschen in Christus. Und dieser neue Mensch, der tut ganz automatisch Gottes Willen und damit auch das ganze Gesetz. Ja? Das Gesetz Gottes zeigt uns aber, wo wir es übertreten und wo wir nicht im Wesen und Willen Gottes sind. Und das Gesetz muss trotzdem auch immer noch gepredigt werden, weil das Gesetz den Menschen angeht, den alten, den irdischen Menschen, den alten Menschen, den fleischlichen Menschen, den alten Adam. Ja? Aber der neue Mensch, der geistliche Mensch, der neue Adam, der in Christus im Himmel ist, den erreicht kein Gesetz. Warum? Weil das Gesetz nur auf Erden gilt und nicht im Himmel. Ist auch ein interessanter Gedanke, ja? Wenn das Gesetz in den Himmel käme, wen findet denn das Gesetz im Himmel? Gott. Naja, der hat es gegeben. Will das Gesetz Gott kritisieren? Das geht nicht. Wen findet denn das Gesetz noch? Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Würde das Gesetz Gottes Jesus kritisieren können? Nein. Wer ist denn noch im Himmel? Unser neuer Mensch ist im Himmel. Der ist aber zum Bilde Gottes geschaffen. Hat das Gesetz an ihm auch nur irgendeinen Makel zu finden? Nein. Warum? Weil der neue Mensch, der durch Gottes Gnade in uns gezeugt ist, perfekt ist. Warum? Weil er in Christus ist. Er ist in Gott. Hätte das Gesetz dann im Himmel irgendeine Möglichkeit, jemanden zu finden, der in der Sünde wäre? Nein. Und darüber hinaus ist das Gesetz eine irdische Satzung, sagt Paulus im Galaterbrief. Es gilt hier auf Erden und es gilt für alle Menschen, für die Juden zuerst und auch für die Griechen, auch für die Pfälzer und auch für die Schwaben. Ja? Für alle Menschen. Ob die Welt das will oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die ganze Welt wird nach diesem Gesetz gerichtet werden durch Jesus Christus, der Richter der Welt ist, nach diesem mosaischen Gesetz. Das wird kommen. Wenn wir aber in Christus sind und durch seine Gnade glauben dürfen und wiedergeboren sein dürfen und einen neuen Menschen in Christus haben, ist der nicht mehr unter Gesetz. Warum? Weil der dem Gesetz enthoben und entrückt ist, denn sein Bürgerrecht ist im Himmel. Und im Himmel gilt das Gesetz nicht. Ja? Deswegen sind wir, wenn wir uns von dem neuen Menschen verstehen, dem Gesetz enthoben und sind frei. Frei, Gott zu lieben und den Menschen mit allen mangelhaften Sachen. Ja? Aber dieser neue Mensch, der zählt vor Gott. Gott sieht uns in Christus. Was für ein Glück. Das Sabbatgebot. Viele Menschen wollen den Sabbat jetzt wieder halten. Ja? Deswegen lesen wir mal, wie das Sabbatgebot lautet. 2. Mose 20. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. So steht im Gesetz des Mose. Und ähnliches nochmal in 5. Mose 5. Jetzt schauen wir uns kurz Hebräer 4 an. Da steht, denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe, in diese Sabbatruhe Christi ein, wie er spricht, dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Das ist ein schwieriger Vers. Er sagt im Prinzip hier, wir, die wir glauben an Jesus Christus, gehen in die Ruhe Christi ein, weil er ja zu dem Volk Israel bei der Landnahme gesagt hat, beim ersten Mal nach 2 Jahren, sie sollen nicht zu meiner Ruhe eingehen. Ja, Israel ist nicht in diese Ruhe eingegangen, in die Ruhe Gottes. Dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Und zwar da die Werke, sagt er, welche Ruhe ist denn da gemeint? Da sagt er, die bei der Schöpfung. Und zwar als die Werke von Anbeginn der Welt gemacht waren, durch Gott bei der Schöpfung, sprach er an einem Ort von dem 7. Tag so. Und Gott ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken. Das ist die Ruhe Gottes, in die wir eingehen sollen, bei der Schöpfung der Welt. Ja?
Und hier an diesem Ort abermals, jetzt bei der Landnahme, wenn sie nach Israel eingezogen sind, sie sollen nicht kommen zu meiner Ruhe, weil sie ungehorsam waren. Und da machen sie 38 Jahre Umweg in der Wüste. 2 Jahre und 38 Jahre waren 40 Jahre Wüstenwanderung. Während der Zeit sind alle die, die ungehorsam waren, in der Wüste umgekommen. Und eine neue Generation ist ins gelobte Land gekommen. So wie der alte Mensch stirbt und der neue Mensch kommt ins gelobte Land. Ja? Nachdem es nun noch vorhanden ist, dass etliche sollen zu dieser Ruhe zu ihr kommen und die, in Klammern, das Volk Israel, denen es zuerst verkündigt ist, sind nicht dazu gekommen, um des Unglaubens willen, bestimmt er abermals einen Tag nach solcher langen Zeit und sagt durch David in dem Psalmen, im Psalm 95, 500 Jahre später, heute, wie gesagt ist, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Ja? Er sagt also, Gott hat die Welt geschaffen und am 7. Tag hat er geruht. Das war die Ruhe Gottes. Und als das Volk Israel ins Land kommen sollte und sie waren ungehorsam, sind sie nicht in diese Ruhe eingegangen. Und dann, sagt der Hebräerbriefschreiber, hat David 500 Jahre später nochmal von einer Ruhe geschrieben. Heute, sagt er, wie gesagt, ist heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Jetzt haben wir 3 Zeitpunkte. Der erste war die Schöpfung, der zweite war die Landnahme und der dritte war David im Psalm 95. Also wir haben eine Schöpfungsruhe, wir haben die Ruhe im gelobten Land Israel, in die sie nicht eingegangen sind, und wir haben David, der im Psalm 95, 500 Jahre nach der Landnahme, nochmal schreibt davon, dass noch eine Ruhe vorhanden ist. Denn wenn Josua, das war der zweite Zeitpunkt, wenn Josua sie hätte zur Ruhe gebracht ins Land Israel, würde er, David, hernach nicht von einem anderen Tag gesagt haben. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes. Denn wer zu seiner, nämlich zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken im Gesetz, gleich wie Gott von seinen. Ja? Lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, zur Ruhe Christi, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens wie das Volk Israel im Alten Testament. Und diese Ruhe, von der er hier spricht, diese Ruhe, die uns angeboten wird, das ist die Ruhe Christi. Das ist die Gnade Christi, der für uns gearbeitet hat, der für uns das Gesetz erfüllt hat. Und weil er gerecht ist und uns die Gerechtigkeit zubilligt, deswegen sind wir frei von den Gesetzeswerken. Jetzt müssen wir das aber übertragen ins Neue Testament. Der Kolosserbrief sagt, lasst euch niemand Gewissen machen über Speise oder über Trank. Also lasst euch niemand ein schlechtes Gewissen machen über Speisevorschriften. Oder über, esst ihr auch gerne Blutwurst? Also ich nicht so gerne, ja, aber manche essen das gerne. Es war eigentlich verboten im Alten Testament. Schwarzwurst heißt es ja, glaube ich, auch. Ja. Oder Schweinefleisch. Ja, das sind schon mehr, gell? Ist auch verboten. Oder Scampi wäre Scampi oder Muscheln oder Schnecken, ist alles verboten. Ja, darf man nicht essen. Mag ich aber sehr. Ich bin aber in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Da ist mir das nie so aufgefallen. Ja? Aber wenn ich im jüdischen Umfeld aufgewachsen wäre, dann hätte ich als Kind schon gelernt, dass man sowas nicht isst, so ein Zeugs aus dem Meer. Ja? Aber wir essen das, wir essen Schweinefleisch. Es kommt doch nicht mehr darauf an, was wir essen. Es kommt nicht mehr darauf an, was in den Mund hineingeht, sondern es kommt darauf an, was aus dem Herzen herauskommt, sagt Jesus. Ja? Aber im Alten Testament, für die Juden damals, auch für die Urgemeinde, war das unglaublich schwierig zu verstehen. Soll man sie jetzt noch beschneiden lassen oder nicht, wenn man an Jesus als den Messias glaubt? Ja? Darf ich jetzt noch das essen oder darf ich das nicht essen? Oder darf ich jetzt in der Türkei, der Paulus war ja in der Türkei, mit den Heiden zusammen frühstücken, oder muss ich mich dann da absondern, wie der Petrus sagt, ja, weil ich mit den Heiden eigentlich keine Gemeinschaft haben darf? Wie ist denn mein Leben jetzt? Es war schwierig für die damals. Ja? Und deswegen schreibt der Paulus, lasst euch niemand ein schlechtes Gewissen machen über Speisevorschriften oder über bestimmte Getränke oder über bestimmte Feiertage oder über Neumonde, also neue Monate jetzt, ja, Passamonat, ja, oder über Sabbate. Lasst euch kein schlechtes Gewissen machen über diese Dinge, denn die sind irdisch und die sind vorbei. Das alles ist nur ein Schatten von dem, das zukünftig war.
Ein Schatten. Deswegen sage ich so gern, wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Ja? Das Alte Testament ist ein Modell 1:50 und das Neue Testament ist das Haus an sich. Das Alte Testament hat die Schattenbilder vorhergedeutet, aber im Neuen Testament leben wir im Wesen Christi. Ja? Und deswegen sagt der Paulus, das alles, Sabbate, Neumonde, Speisegebote, Trank, Gewissen und Feiertage, ja, das sind alles nur Schattenbilder von dem, das zukünftig war, und zwar als bis Christus kam. Aber der Körper selbst, die Verkörperung dessen alles selbst, ist in Christus. Und wer in Christus ist, der erfüllt das alles. Und zwar nach dem inneren Willen Gottes. Wenn ihr jetzt abgestorben seid mit Christus, den Satzungen der Welt, warum? Weil unser alter Mensch mit Christus mitgekreuzigt ist, mitgestorben ist und mitbegraben ist und der Neue auferstanden sein darf, juristisch vor Gott und im Himmel wohnt, wo kein Gesetz ist. Dann sind wir ja der alten Welt abgestorben. Ja. Ich sage das nur für die, die unter ihrer Sünde leiden. Wenn wir der Welt abgestorben sind, gibt es keine Sünde mehr, die uns von Gott trennen kann. Das gibt es nicht mehr. Warum? Weil der ganze alte Mensch mit allen seinem Tun und Schaffen und Denken und Sehnen und Wünschen und Begierden, das ist tot. Das ist gestorben. Ich sage das aber nur für die, die mit ihrer Sünde ein Problem haben und die darunter leiden. Für die anderen gilt, kämpf gegen die Sünde, ja. Aber auch das ist eine Form, wie Vergebung geschieht. Ja? Nicht nur die einzelnen Taten, sondern der ganze alte Mensch darf mit Christus mitgestorben sein. Der ist ausgeixt, ausgestrichen. Und Gott sieht aus seiner Gnade in Christus nur noch den neuen Menschen in uns. Das ist was Schönes. Das ist was Befreiendes. Das macht uns aber nicht frei, in der Sünde zu schwelgen, ja? Sondern macht uns frei und in dieser Freude, die Freude am Herrn, die ist unsere Stärke. Also lasst euch kein schlechtes Gewissen mehr machen, ja? Jetzt muss ich mich ein bisschen wieder einlesen. Wenn ihr abgestorben seid mit Christo, den Satzungen der Welt, das ist das Gesetz. Wir haben eben gesagt, das Gesetz gilt nur in der Welt. Ja genau, es gilt nicht im Himmel. Ja? Wenn ihr mit Christus gestorben seid, den Satzungen der Welt, was lasst ihr euch denn wieder fangen mit Satzungen, als lebt ihr noch in der Welt? Wir leben im Herrn, wir sind in Christus, ja? Sagt er, lasst euch nicht wieder fangen mit diesen Satzungen. Du sollst, sagen sie, das nicht angreifen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was sich doch alles unter den Händen verzehrt. Es wird alles verbraucht, es wird gegessen, es wird verdaut, es wird ausgeschieden, sagt Jesus auch. Es geht den natürlichen Gang wieder raus. Das verunreinigt den Menschen nicht. Ja? Aber was im Herzen hat, das verunreinigt ihn. Es sind der Menschen Gebote. Oh, Paulus, du redest dich um Kopf und Kragen. Wenn das die Juden hören hier, dass du sagst, es wären der Menschengebote, das sind alles Talmudgebote hier, das sind Auslegungen vom mosaischen Gesetz. Du kannst doch nicht sagen, dass das Menschengebote wären, das waren die Tzaddiki, das waren die Weisen, die The Sages, sagen die Amerikaner dazu, das waren die alttestamentlichen Weisen, die in Babylon den Talmud geschrieben haben. Du kannst nicht sagen, das sind Menschengebote und gilt nicht mehr. Doch. Doch. Aber könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Dynamit war damals? Mann, war das ein mutiger Mann, der Paulus. Hebräer 7, wenn die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen ist, ist nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen, denn unter demselben hat das Volk das Gesetz empfangen. Was ist denn weiter Not zu sagen, dass ein anderer Priester aufkommen solle? Nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons. Denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Was sagt der Hebräer und Schreiber? Der sagt, es ist ein neues Priestertum angefangen in Christus. Ist Christus unser hoher Priester? Ja. Ist Christus der hohe Priester? Ja. Gibt es noch irgendeinen anderen hohen Priester außer ihm? Nein, nur noch ihn, ein ewiger Priester. Nach welcher Ordnung ist Jesus denn Priester?
Nach Melchisedek? Nach welcher Ordnung waren denn die Priester im Alten Testament Priester? Nach Aaron, nach Levi, ja? Nach Aaron. Das würde ja bedeuten, das Priestertum hat sich geändert. Ja. Das heißt, wir haben jetzt keine irdischen Priester, die von Menschen gestellt werden, sondern wir haben einen himmlischen hohen Priester, ja. Der immer für uns eintreten kann, ja. Dann hat sich das Priestertum komplett geändert, ja. Also sagt er, wenn die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum gekommen wäre, warum steht denn in der Bibel von einem neuen Priester, der nach der Ordnung Melchisedeks kommt? Er sagt, das Priestertum ist verändert worden und auch das Gesetz ist verändert worden. Wie denn? Naja, haben wir eben schon gesagt, das Gesetz vom Sinai ist beendet. Für die, die wiedergeboren sind, für die Welt gilt das immer noch. Und es ist ersetzt worden durch das Gesetz des Geistes. Es ist ein neues Gesetz. Das Gesetz hat sich geändert. Es ist geworden zum Gesetz Christi, zum Gesetz des Geistes, zum Gesetz der Freiheit, sagt Jakobus. Das Gesetz hat sich geändert. Oh. Das Gesetz hat sich geändert? Ja. Ja, aber warum wollen denn immer noch Leute den Sabbat halten? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die das nie so gehört haben oder nie so gelesen haben. Aber das Gesetz ist geändert worden. Warum? Weil der Priester sich geändert hat. Christus ist der hohe Priester. Was er sagt, ist Gesetz. Und wir, weil wir wiedergeboren sind, wir folgen nicht einem toten Buchstaben, sondern einem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Warum? Weil wir lebendig geworden sind. Ja? Wenn wir von Neuem geboren sind, dann können wir uns nicht mehr an dem toten Buchstaben orientieren, sondern an dem auferstandenen Christus. Dann lesen wir immer noch das Gesetz, wir lesen auch immer noch die 10 Gebote, weil wir dort Gottes Wesen finden. Aber wir verstehen dieses Gesetz aus seiner inneren Bedeutung, die Gott haben wollte und so wie er sein Gesetz verstanden wissen wollte. Und wenn wir den Sabbat halten, da muss ich sagen, für mich ist Sabbat jeden Tag. Ich bin mit meinem ganzen Wesen im Sabbat in Christus. Ja? Und ihr auch, wenn ihr wiedergeboren seid. Der Sabbat ist immer für euch. Ja? Weil wir sind ein für alle Mal in diese Sabbatruhe eingegangen. Also sagt er, das Priestertum hat sich verändert und das Gesetz hat sich verändert. Besteht in dieser Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder in das knechtische Joch fangen. Ja? Wenn ihr euch beschneiden lasst, nützt euch Christus nichts. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Und wenn er den Sabbat halten will, ist er auch schuldig, das ganze Gesetz zu tun. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und ihr seid von der Gnade gefallen. Wir aber, wir Christen, warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Warum? Weil die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist. Wir warten auf Christus. In der Zeit machen wir unsere Arbeit. In der Zeit gehen wir ordentlich mit unseren Leuten um, mit unseren Kindern, mit der Verwandtschaft, mit den Leuten im Geschäft. Ja? Und warten darauf, dass Jesus kommt. Übertragen wir das ins Neue Testament. Der Sabbat war ein Ruhetag. An ihm sollte nicht gearbeitet werden. Das müssen wir übersetzen in das neue Gesetz, das in Christus gilt. Das Gesetz musste getan werden. Denn nur wer das Gesetz tut, soll leben. Das Gesetz ist nicht des Glaubens. Das Gesetz ist nicht des Glaubens, das muss man tun. Der Gerechte wird aber durch den Glauben leben und nicht durch das Halten des Gesetzes. Abraham wurde gerecht durch den Glauben, oder? Ja. Das Gesetz konnte er noch gar nicht halten, weil es noch gar nicht da war. Wann kam das denn? 500 Jahre später. Das heißt, Abraham wurde gerecht durch den Glauben, als er noch nicht beschnitten war und bevor das Gesetz kam. Das kam ein halbes Jahrtausend später, 430 Jahre später. Galaterbrief. 430 Jahre später kam das Gesetz. Was sollte Abraham denn da tun? Da jeder Jude fragt sich, was der Abraham da getan hat, weil es gab ja noch kein Gesetz. Sind aber die Leute, die immer was tun wollen.
Die haben auch einen Fisch hinten auf dem Auto, aber einen Thunfisch. Ja? Ja? Wir dürfen glauben, wir dürfen frei sein. Wir brauchen nicht mehr zu gucken, diese ganzen Vorschriften, dem Gesetz, wir müssen auch kein Talmud mehr lesen, sondern wir dürfen frei sein in Christus, dürfen ihn nachfolgen. Diese Freude in Christus, dieses Befreitsein vom Gesetz, in dieser absoluten Bindung an Jesus, das macht uns fröhlich. Das macht uns zu echten Menschen. Ja? Also Abraham wurde gerecht durch den Glauben, selbst der Glaubensvater Abraham, selbst da können wir sehen. Ja? Aber das Gesetz konnte er noch gar nicht halten, weil es noch gar nicht da war. Das Halten des Gesetzes, das ist die Arbeit, die in der Sabbatruhe Christi verboten ist. Wer am Sabbat arbeitete, der sollte gesteinigt werden. Ja, so streng war das. Wer in der Sabbatruhe Christi noch arbeitet, ja, der hat das Leben nicht. Wenn wir an Christus glauben, sind wir gerecht, ohne das Gesetz zu halten. Ohne Beschneidung, ohne Sabbat und all diese ganzen Dinge. Sehen gleich warum. Wenn wir an Christus glauben, sind wir gerecht, ohne das Gesetz zu halten. Wir arbeiten also nicht mehr im Gesetz, um vor Gott gerecht zu werden. Es geht immer um die Frage, wie wir vor Gott gerecht werden. Ja? Wir arbeiten nicht mehr im Gesetz, sondern wir ruhen von unseren Gesetzeswerken, wie auch Gott ruhte von seinen Werken. Das ist der geistliche Sabbat, den wir halten sollen. Das ist der geistliche Sabbat. Wir sind im Sabbat. Ja? Wer am Sabbat arbeitet, sollte getötet werden. Übersetzung, wer das Gesetz tut, obwohl Jesus Christus schon die Gnadenruhe eingeführt hat, der arbeitet am Sabbat. Und der hat eigentlich Christus nicht verstanden. Der hat weder den wahren Sabbat in Christus, noch Christus selbst erkannt. Das ist eine harte Aussage, gell? Das ist aber eine harte Aussage auch zu sagen, wer am Sabbat arbeitet, soll gesteinigt werden. Das ist eine harte Aussage. Ja? Deswegen müssen wir gut gelehrt sein, wir müssen das Neue Testament auch gut lesen und wir müssen gut unterwiesen und unterrichtet sein in den Dingen, weil da ist Freiheit in der Bindung an Jesus. Die absolute, komplette, hundertprozentige Bindung an den Herrn Jesus, die macht uns frei. Ja? Er ist noch in seinem irdisch-weltlich-religiösen Sinn und er zeigt das auch damit, dass er den Sabbat halten will und Speisegebote halten will und all diese Dinge. Ja? Um Christus und sein Gesetz zu erkennen, gibt es nur einen einzigen Weg. Das ist der einzige Weg. Und ich habe extra geschrieben, schreit zu Gott um Licht. Denn das ist das Leben, das zu erkennen. Das ist nicht mal zu sagen, ach Herr Jesus, zeig mir, wer du bist, sondern ruf zu Gott und sagt, Herr, lass mich dich erkennen, wer bist du? Lass mich dein Wesen verstehen. Lass mich nicht an dir vorbeigehen, ja, sondern lass mich zu dir selber finden. Schrei zu Gott. Das ist der Weg des Lebens. Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe das ein bisschen übertrieben, ihr nehmt mir das nicht übel, gell? Aber es ist so wichtig. Manche wollen den Sabbat als Feiertag halten, aber sie lassen sich nicht beschneiden. Also ich habe ganz selten nur gehört, dass jemand mal gesagt hätte, jetzt auch, das ist ja oft bei Zeugen Jehovas oder Adventisten oder so aus den Kreisen, dass man da das Sabbatgebot auch hält. Ja? Aber dass sich da jemand beschneiden lassen würde, habe ich noch nie gehört. Wer das Gesetz tun will, muss es aber ganz tun. Denn wenn er auch nur ein Gesetz übertritt, dann hat er das ganze Gesetz gebrochen. Also wenn jemand den Sabbat halten will, muss er sich auch beschneiden lassen. Wer also den Sabbat hält und sich nicht beschneiden lässt, der bricht das Gesetz, das er doch halten wollte. Versteht ihr? Ganz absurd. Man will das Gesetz halten, aber wenn man sich vollständig hält, man bricht muss. Beispiel. Wer den Sabbat hält und sich nicht beschneiden lässt, der bricht das Gesetz, sagt Paulus. Wer den Sabbat hält und sich beschneiden lässt, hält aber nicht die Speisegebote, der bricht auch das Gesetz. Wer den Sabbat hält und sich beschneiden lässt und die Speisegebote hält und die Gebote der Kleidung aber nicht, der bricht das Gesetz. Man durfte ja keine gemischte Faser tragen, das war ja verboten. Ja? Also Baumwolle mit Elastan oder so, das geht nicht. Ja? Habe ich, glaube ich, auch an, ich weiß nicht, ihr bestimmt auch irgendwo. Ist verboten, ja? Also nach dem Gesetz. Ja? Also wer den Sabbat hält und sich beschneiden lässt und die Speisegebote hält, aber die Gebote der Kleidung nicht, der bricht auch das Gesetz.
Wer den Sabbat hält, der sich beschneiden lässt, das Speisegebot hält und die Gebote der Kleidung hält, aber nicht opfert, der bricht auch das Gesetz. Das kann man beliebig weitermachen. Ich habe irgendwann auch aufgehört, ja. Wer dann alles hält und auch die mosaischen Gesetze noch alle hält, der bricht das Gesetz dennoch. Warum? Wenn einer das ganze Gesetz halten würde, der bricht es dennoch. Warum? Weil das Priestertum sich geändert hat. Versteht ihr? Das Priestertum hat gewechselt und weil das Priestertum gewechselt hat, gilt ein neues Gesetz. Das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit. Selbst wenn einer das ganze Alte Testament halten würde, hält er das falsche Gesetz. Weil Jesus schon da war und als Jesus kam, hat sich alles geändert. Ist alles neu geworden. Wer das Gesetz aber immer noch halten will, der hat das nicht erkannt, weil er Christus nicht erkannt hat. Es gibt ein neues Gesetz. Ja? Steckt noch im Fleisch und er offenbart es damit, dass er den Sabbat und das Gesetz noch immer halten will. Aber er kann das mosaische Gesetz gar nicht mehr halten, denn es gibt ja keinen Tempel mehr in Jerusalem, oder? Es gibt auch keine Priester mehr in Jerusalem. Auch keinen Altar mehr. Selbst wenn er wollte, kann er das alte Gesetz auch nicht mehr halten. Ja, das ist vorbei. Und wenn er es nur teilweise hält, übertritt das ja eben damit, dass er es halten will. Das ist alles vorbei, das ist vorbei. Das ist vorbei. Es gibt ein neues Gesetz. Und nur noch das. Ja? Die Juden und die Gesetzeschristen haben keine Vergebung, weil sie keinen Tempel haben, kein Opfer, keine Priester und damit auch keine Reinigung von ihren Sünden. Die Juden haben seit 2000 Jahren keine Reinigung von ihren Sünden. Muss man sich mal überlegen. Die haben keinen Tempel, keinen hohen Priester, keine rote Kuh, ja, keinen Altar. Aber wir haben das alles. Wir haben alles. Wir haben Vergebung in Christus. Wir haben einen Tempel. Wir haben ein Opfer. Wir haben einen hohen Priester. Wir haben Reinigung von unseren Sünden. Wir haben das alles in Jesus Christus und in ihm allein. Wir haben das. Wir haben das. Wir sind angekommen. Wir sind nach Hause gekommen. Ja, wir sind nach Hause gekommen, ist alles da. Und wir warten darauf, dass wir diesen Herrn Jesus sehen, dass das offenbar wird. Ja? Das ist alles da. Wir haben ein Opfer, das für uns geopfert ist. Wir haben einen hohen Priester, Jesus. Wir haben einen Tempel, das sind wir selber. Ja? Wir haben einen hohen Priester, wir haben Reinigung von unseren Sünden durch die Gnade Jesu Christi, durch die neue Geburt. Wenn sich das Priestertum geändert hat, ja, dann hat sich auch das Gesetz geändert. Wenn sich aber Priestertum und Gesetz geändert haben, hat sich auch das Volk Gottes geändert. Jetzt wird es schwierig. Immer wenn ich frage, wer ist das Volk Gottes, sagen alle Israel. Ja, so habe ich es auch gelernt. Ich sage mal ganz schroff, nee, wir sind das Volk Gottes. Meine Mama ist da immer ein bisschen, ich sage mal, das kann nicht sein. Doch, wir sind das Volk Gottes. Ist Jesus Gott? Ja. Ist Israel das Volk Jesu Christi? Warum nicht? Weil es nicht will. Das Schwierige, es wird wieder Gottes Volk und es war Gottes Volk. Aber jetzt hat Gott sich ein Volk aus einem Nicht-Volk geholt. Nämlich aus Deutschen, Franzosen, Engländern, Amerikanern. Ich hätte jetzt fast Eskimo gesagt, heute darf man ja überhaupt gar nichts mehr sagen. Wie sagt man denn dazu? Inuit, ja? Aus der ganzen Welt. Es gilt ein neues Volk, und zwar ein Volk, das keine Nationalität mehr hat, sondern dieses Volk hat nur noch eine Himmelsnationalität. Wir sind Gottes Volk aus Gottes Gnade. Israel wird wieder Gottes Volk. Israel könnte auch heute Gottes Volk sein, wenn es sich zu seinem Messias bekehren würde. Ja, das ist aber eine schwierige Frage. Aber wenn sich das Priestertum geändert hat und das Gesetz geändert hat, hat sich auch Gottes Volk geändert. Ja? Vor Gott gilt nicht mehr Jude oder Nicht-Jude, vor Gott gilt nur noch in Christus oder nicht in Christus. Ich war in einer messianisch-jüdischen Gemeinde und habe da den Gottesdienst mir angeguckt und da habe ich mich nachher ein bisschen mit den Leuten dort unterhalten und dann sagt einer zu mir so beim Sprechen, schlägt er in seine Armbeuge und sagt, in meinen Adern fließt jüdisches Blut. Ich sage, in meinen Adern fließt germanisches Blut, nicht ohne Stolz, ja. Aber ich habe gesagt, es ist egal, welches Blut in deinen Adern fließt oder in meinen. Es kommt nur noch darauf an, ob wir in Christus sind oder nicht. Alles andere spielt keine Rolle mehr. Gottes Volk ist ein Himmelsvolk. Ja? Kein irdisches Volk mehr. Und dieses Himmelsvolk hat ein himmlisches Gesetz und hält einen himmlischen Sabbat. Ja?
Also vor Gott gilt nicht mehr Jude oder Nicht-Jude, vor Gott gilt nur noch in Christus oder nicht, sagt Paulus am Galaterbrief. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Denn die Liebe erfüllt das Gesetz, und zwar ganz. Experiment. Paulus schreibt hier die Werke des Fleisches, die zählt er auf, und dann erzählt er auch die Frucht des Geistes, nicht die Früchte des Geistes, das ist eine Frucht. Aber die hat 9 verschiedene Seiten. Das ist eine Frucht, ja? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wieder solche ist das Gesetz nicht. Jetzt versuchen wir mal, es anzuwenden auf die 10 Gebote, ja? Das sind die 9 Eigenschaften der Frucht des Geistes. Ich fange beim 4. Gebot an, das ist einfacher. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wenn man die lieb hat, tut man das? Ja. Der wäre ja die Liebe, die Erfüllung des 4. Gebotes. Ja, das 1. Gebot, was Verheißung hat. Also ist erfüllt, können wir abhaken, ja? Du sollst nicht töten. Aber wenn ich den lieb habe, wenn ich geduldig bin mit dem und freundlich und gütig, ja? Und sanftmütig, ja? Dann töte ich den nicht. Ja? Also wäre das Gesetz des Geistes hier, die Frucht des Geistes, würde auch das 5. Gebot erfüllen. Du sollst nicht Ehe brechen. Hat er gehört, die Liebe zu, ja? Zwar zu seinem eigenen Ehepartner, vielleicht zum Ehepartner des anderen, ja? Da gehört Enthaltsamkeit zu, ja? Und Freundlichkeit und Geduld auch, dann wird man nicht die Ehe brechen. Also das 6. Gebot erfüllt man auch. Du sollst nicht stehlen, da gilt das Gleiche für, ja? Enthaltsamkeit, Freundlichkeit, Liebe, ja? Dann werde ich nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, ja klar, ja? Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, dasselbe wie beim Stehlen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Heißt, gilt auch Gütigkeit, ja? Dass ich das nicht neide. Ja? Das heißt, das wird hiermit auch erfüllt. Das heißt, das ganze Gesetz hier, was wir hier lesen, es wird alles schon erfüllt, naja, eigentlich und vornehmlich durch die Liebe und durch alle Eigenschaften, die Paulus hier als Frucht des Geistes aufzählt. Ja? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, wenn man Gott lieb hat, wird man nicht zu anderen Göttern laufen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Wenn ich Gott lieb habe, werde ich das nicht tun. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Ist das auch hiermit abgeklärt? Ja. Weil ich nämlich, wenn ich dieses Wesen hier habe, verstehe, dass der Sabbat in Christus schon da ist und mir das überhaupt nur alles ermöglicht. Weil ich durch Gottes Geist, Gottes Willen verstehe und sage, dieser Sabbat, der gefordert ist, der ist in Christus da und ich darf im Frieden sein, weil er für mich gearbeitet hat. Seine Seele hat für uns gearbeitet. Und deswegen sagt Paulus, der eine hält alle Tage gleich und der eine hält einen Tag vor dem anderen. Aber sagt, da kommt es eigentlich nicht mehr drauf an. Es kommt drauf an, ob wir in Christus sind. Ja? Wir sind frei. Das gilt auch für den Sonntag übrigens. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Ja? Das ist in Christus schon erfüllt. Das heißt, die 10 Gebote werden erfüllt, wenn das da ist. Ja, das würde ja heißen, dass wir das ganze Gesetz erfüllen, ja? Durch den Glauben, den wir haben. Ja, das tun wir. Trotzdem sehen wir in den 10 Geboten Gottes gutes, heiliges und gerechtes Wesen. Das ist unbestritten, ja? Aber die Erfüllung des Gesetzes geschieht nicht durch äußerliches Tun, sondern geschieht durch das Sein, was wir in Christus sein dürfen. Und aus diesem Sein kommt ganz natürlich das Tun heraus. Denn was ich bin, das tue ich. Wenn ich etwas tue, was ich nicht bin, bin ich ein Heuchler. Und wenn ihr gute Menschenkenntnis habt, dann spürt ihr das. Das ist nicht echt, das ist nicht authentisch. Das spürt man, wenn jemand was macht, was er nicht ist. Ja? Das gilt auch hier. Somit erfüllen wir das ganze Gesetz Gottes. Alle 613, wenn es denn 613 Gebote sind, das sagt ja nur der Talmud, ja? Alle 613 Gebote vom Sinai, und zwar das kultische Gesetz, das soziale Gesetz und das ethische Gesetz, alles ist erfüllen wir in Christus, wenn wir lieb haben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, ist alles da. Die Opfervorschriften, ist alles in Christus. Ja? Darum sagt Petrus, begürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade und nicht halb auf die Gnade und halb aufs Gesetz. Ja? Weil wenn wir uns ein Kleid der Gerechtigkeit weben,
bei dem wir ein bisschen Gesetz reinweben und ein bisschen Gnade reinweben, dann hätten wir ja ein Mischgewebe. Und das ist verboten nach dem Gesetz. Ja? Das heißt, jemand, der ein Stück weit seine Gerechtigkeit auf das Sabbatgebot, auf den Zehnten, auf die Speisevorschriften und sagt, das werde ich aus dem Gesetz nicht kann, dafür ist ja Jesus gestorben. Dann sagt er, meine Gerechtigkeit ist ein bisschen aus Gesetz und ein bisschen aus Gnade. Ja? Und dieses Kleid der Gerechtigkeit, was er sich da zusammenhäkelt, das ist Mischgewebe. Es verbietet das Gesetz. Ja? Und deswegen sind wir in einem Gesetz reiner weißer Leinwand. Und diese reine weiße Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen, die ihre Hoffnung ganz und allein auf die Gnade Jesu Christi setzen. Vor einigen Wochen ist in meinem erweiterten Bekanntenkreis jemand zum Glauben gekommen. Das ist so schön zu sehen, wie ein Mensch ganz, ganz anders wird. Das ist ein ganz anderer Mensch. Die Geschwister von ihm, die sitzen vor ihm und schütteln nur mit dem Kopf, wenn die den sehen. Weil der vorher so anders war, als er jetzt ist. Ich weiß von Menschen, die ich kannte, als sie noch nicht gläubig gewesen sind. Und dann habe ich die einige Tage später getroffen und in der Zwischenzeit sind die zum Glauben gekommen. Und deren Angesicht war ganz anders, es war hell. Die sind in den Frieden Christi. Ich sage, wie siehst du aus? Sagt er, wieso? Sag ich, du bist so befreit, siehst du aus. Du bist, da ist was abgefallen von diesen Leuten. Das ist die Neuheit des Wesens. Das ist so schade, dass wir das so selten kennen, ja, und erleben. Aber da geschieht etwas Neues. Diese Menschen die haben Jesus gefunden. Und in dieser Freude des Wesens des Glaubens, die werden auch nochmal in ihren Glaubensalltag kommen, die werden auch nochmal mit ihrem alten Menschen Probleme kriegen, gar keine Frage, aber in diese, so ein frisch geborener Säugling, der ist so richtig proper rund, ja? Der ist so richtig knuddelig, speckig, frisch sieht er aus, ja? Und so ist ein frisch geborener Mensch. So nach ein paar Wochen, Monaten, so war das bei mir, dann kommt man in den Glaubensalter an, dann kommt auch wieder Sünde und Schuld, gegen die man kämpft und lernt, dann lernt man die Gnade Jesu kennen, ja, und lernt auch die Bibel kennen, keine Frage. Aber das, so ein Mensch, der frisch zum Glauben gekommen ist, das ist sowas Sanftmütiges, sowas Friedliches, ist so ein Friede wird da ausgestrahlt von diesen Leuten. Ja? Und es wäre so schlimm, die wieder unter das Gesetz zu drücken, du darfst ja aber dies und dir das nicht und jenes nicht, ja. Und deswegen sollen wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Und der Hebräerbrief sagt in Kapitel 4, weil wir einen großen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasst uns halten an dem Bekenntnis. Daran halten wir fest. Damit bin ich beim Ende. Wir wollen nicht mehr von Jesus weg. Ja? Wir wollen nicht mehr ins Gesetz. Ich weiß nicht genau, wenn man aus gesetzlichen Kreisen kommt, ich bin eine Zeit lang dort auch gewesen, dann hat man vielleicht so ein bisschen diesen Geschmack auch mal aufgenommen, wie das ist, so eine Gesetzlichkeit, so eine biblizistische, kalte Frömmigkeit, die herzenskalt ist. Ja? Das ist so schön, zu der Gnade Christi zu finden und von der lassen wir nicht mehr, weil das ist ein lebendiges Evangelium, was uns froh macht, was uns Zuversicht gibt. Wir dürfen zu einem lebendigen Gott rufen und sagen, Herr, ich habe Angst vor Corona, das dürfen wir tun. Ja? Ich habe nicht so sehr Angst vor Corona, muss ich sagen. Ich habe Angst vor dem, wie man damit umgeht. Aber es gibt Menschen, die haben Angst vor der Corona, die dürfen zu dem lebendigen Gott rufen und sagen, Herr, hilf mir. Ich habe letzte Woche einen Arbeitskollegen getroffen, wir haben uns über Corona unterhalten und der hat auch Angst davor und hat sich untersuchen lassen und alles. Ich habe zu ihm gesagt, du, ich habe ewiges Leben. Ich habe ewiges Leben. Und ich soll und darf ein bisschen mutig sein. Und du kannst auch ewiges Leben haben. Ja, sagt er, aber die Frommen und die Kirche und ja, sagst du, das ist alles nicht, du musst an denen vorbei, ja. Und an den Gemeindeleitern vorbei und an deinen Glaubensfreunden vorbei, du musst an dem allen vorbei, du musst zu Jesus. Es geht auch nicht darum, es geht nicht um die Kirche, Entschuldigung, es geht nicht um die Kirche, es geht nicht um die Gemeinde, es geht nicht um die Christenheit, da geht es nicht, es geht um Christus, ja. Und da musst du hin und da ist Freiheit und da ist auch Zuversicht und Frieden und davon lassen wir nicht mehr. Von dem wir ergriffen sind, da bleiben wir dran, da ist Freiheit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Segen, dass ihr euch eintaucht in diese fröhliche Botschaft. Ja? Dass wir angekommen sind, für uns ist alles gut geworden, alles gut geworden. Ja? Wir nutzen die Zeit noch, um den Leuten, die Angst vor Corona haben, zu sagen, du kannst eine Hoffnung haben. Walter, was für ein schönes Gedicht. Und ich freue mich so, dass du immer den Bogen findest. Ja?
Ja? Dass du nicht so einen humanistischen Schluss findest, sondern dass du zu Jesus Christus kommst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja? Bin ich ganz, ganz herzlich bei dir. Ja? Und das sollen wir tun. Und diese Botschaft dürfen wir haben. Für uns ist alles, wir sind angekommen. Ist alles gut geworden auf Golgatha. Ja? In Christus. Da segne euch der Herr zu. Amen. Ich bete noch kurz mit uns. Ja? Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die fröhliche Hoffnung, die wir haben dürfen in dir. Dass wir Angekommene sind, dass wir einen festen Grund haben für unsere Seele, dass wir zuversichtlich sein dürfen in dem Glauben, den du gibst. Herr, offenbare dich uns, zeig uns, wer du bist, wie dein Wesen ist. Lass uns heimisch werden in deinen Gedanken und bei dir zu Hause sein und uns freuen in der Freiheit durch die Gebundenheit an dich. Segne jeden Einzelnen, der heute hier ist, auch die, die nicht kommen konnten. Segne uns da, wo du uns hingestellt hast. In der Familie, im Beruf, wo auch immer. Lass uns einen geöffneten Himmel haben und in der Hoffnung und in der Zuversicht des Glaubens auch weitergehen in der Gnade, die du uns gibst. Geh du auch mit uns nach Hause. Danke für den Abend, danke für die Gemeinschaft. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen. Amen. Ich darf wieder an dich übergeben, Kurt, ja. Ja, das war ja eine Punktlandung. 21 Uhr, wir haben die Glocken gerade gehört, die unmittelbar bei deinem Amen auch noch geläutet haben, beziehungsweise geklungen sind. Ja, heute Abend hat Achim Klein einen Gang zugelegt, sowohl in seiner Sprechgeschwindigkeit, in der theologischen Tiefe und auch im Gesamtkonzept. Aber wir halten natürlich fest, das passiert, was wir hier auch an dem Bildschirm sehen, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Und das wollen wir wirklich festhalten von diesem Bekenntnis, von dem wir gehört haben. Vielen Dank für diesen heutigen Abend. Ich darf einladen zum kommenden Abend Bibel im Gespräch. Es gibt ein neues Blatt, wer es noch nicht haben sollte. Die liegen am Ausgang, rechts und links zum Mitnehmen. Das sind die Termine für das zweite Halbjahr. Das nächste wäre heute in 5 Wochen, glaube ich dann, am 30.07. um 20 Uhr, Frucht statt Werke, heißt das Thema. Im August, da sind Sommerferien, da geht es irgendwo hin, ich weiß nicht, innerhalb Deutschlands, außerhalb Deutschlands, du weißt schon. Auf jeden Fall, wir haben kein Bibelgespräch im August und dann eben die anderen Termine sind hier entsprechend mit aufgeführt. Der jeweilige Ort, Dietrich Bonhoeffer Gemeindehaus oder Antoniuskirche, wird kurzfristig im Gemeindeblatt bekannt gegeben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal davon aus, solange die jetzigen Corona-Regeln gelten, die besagen, dass wir im Gemeindehaus pro anwesender Person mindestens 10 Quadratmeter Grundfläche des Hauses haben müssen, die würden bedeuten, dass wir mit 6 Personen dort hinein könnten ins Haus, maximal 7, wenn wir den Referenten wieder zuzählen. Das ist nicht gut. Deswegen nehmen wir erstmal uns grundsätzlich hier die Antoniuskirche als Veranstaltungsort vor. Es sei denn, dass eben eine Veränderung der Bestimmungen kommt. Es kann ja ohne weiteres sein. Mittlerweile kommt ja jede Woche irgendwas Neues. Ich darf ebenso einladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag bei uns hier in Engelsbrand um 9.30 Uhr und dann schon zum Gottesdienst Sonntag in einer Woche. Das ist der, für den unser Handzettel wirkt, der Gottesdienst für Aufgeweckte zum Thema Ein Sommer mit Einschränkungen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ein Gottesdienst im Grünen, im Pfarrgarten, zusammen mit den Grunbachern und den Salmbachern. Und was hier jetzt noch nicht mit draufsteht, was aber im Blättle schon mit einem Sonderbalken mit aufgeführt ist, wir haben als Gast mit dabei den christlichen Aktionskünstler Mr. Joy. Vielleicht kennt der eine oder andere, hat der eine oder andere den Namen schon mal gehört. Das ist ein in christlichen Kreisen, vor allen Dingen auch im Bereich der Jugendarbeit, sehr bekannter christlicher Aktionskünstler, der seit einem guten halben Jahr bei uns in Engelsbrand wohnt. Habe ich auch erst vor ein paar Wochen erfahren
Und jetzt haben wir ihn gewinnen können, dass er bei dem Gottesdienst für Aufgeweckte am 5. Juli um 10 Uhr im Pfarrgarten mit dabei sein wird. Von daher herzliche Einladung dazu. Da haben wir so viel Platz im Pfarrgarten, da können wir alle Abstände einhalten und da dürfen wir uns mit bis zu 100 Leuten treffen. Also von daher darf man gerne noch andere dazu einladen und wer noch Handzettel zum Mitnehmen braucht, kann sich gerne auch 2, 3 oder 5 Exemplare mitnehmen für die Nachbarschaft, die Freunde oder die Verwandtschaft. Damit sind wir am Ende und ich darf einladen zu einem kleinen Beisammensein mit einem stehenden Bissen. Nein, leider nicht. Das Essen ist also auch immer noch problematisch. Von daher, wir können gerne mit Abstand im äußeren Bereich uns doch mal ein wenig unterhalten. Aber hier im Gottesdienstraum beenden wir sozusagen unser Beisammensein heute Abend. Ich sage einen guten Abend, eine gute Nacht. Danke an Hans Weinrich für den Vortrag und wünsche noch gute Gespräche und ein gutes Nachhausekommen. Ade und auf Wiedersehen.